Stimmung wie auf einem Volksfest am Sonntag auf dem Gelände des Möbel- und Einrichtungshauses Potter im Westen der Stadt Dessau-Roßlau. Da wurde geschunkelt und mitgesungen und das alles zu guter Launemusik von der singenden Spreewaldgurke Achim Menzel. Das Einrichtungshaus hatte zum verkaufsoffenen Sonntag geladen und zahlreiche schaulustige Kunden kamen, um sich über das Angebot im größten Einrichtungshaus der Region zu informieren und das ein oder andere Möbel oder Einrichtungsstück auch gleich mitzunehmen. Geschäftsführer Olaf Tratsch freute sich über das Interesse der Kunden, auch am Sonntag einmal bei Porter vorbeizuschauen. Also uns stehen laut Ladenschlussgesetz 4 Sonntage zur Verfügung und die beinhalten schon ein ziemlich hohes wirtschaftliches Potenzial für uns, sodass wir also natürlich alles tun, dass die Leute auch zu uns kommen. Das Angebot des Einrichtungshauses nicht nur an diesem Tag enorm, dennoch war der Ansturm auf die Filiale in den Nachmittagsstunden überwältigend. Porter-Geschäftsführer Tratsch hatte sich eine ganze Menge Attraktionen zum verkaufsoffenen Sonntag in und um seine Filiale geholt. An solchen Tagen, an solchen Highlights-Tagen gibt es im Prinzip ein Portfolio von Angeboten, die wir hier im Hause präsentieren. Neben Glasgravur, kulturellen Rahmenbedingungen, ein Bauernmarkt. Wir wollen die Leute halt schon animieren, uns zu besuchen, hier was einzukaufen, beziehungsweise letztendlich auch ein Stück weit einen Bedarf abzuchecken und einfach sich ein paar Emotionen und ein paar Anregungen für zu Hause zu holen. 4 verkaufsoffene Sonntage stehen dem Einrichtungshaus zur Verfügung. Daneben plant Tratsch aber noch weiter. Unsere Saison geht normalerweise von Januar bis März. Das heißt, auch im März haben wir jede Woche irgendein Highlight, was wir auch als Verkaufshighlight nach außen präsentieren. Kommende Woche haben wir unsere Polster Industriemesse. In 14 Tagen unser Mitternachtsshopping, schon fast traditionell. Ich denke schon, wir haben entsprechende Angebote, dass also die Kunden aus der Region, die Dessauer Kunden, den Weg zu uns finden. Und allzu lange muss Mann oder Frau nun auch nicht warten, um einen Grund zu finden, bei Porter reinzuschnuppern. Schon vom 8. bis zum 10. März präsentiert sich dort die Polstermöbel-Industriemesse. Man darf also gespannt sein.